Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Heroes von Shenlore. Ja, im letzten Part haben wir Ayla? Ayla kennengelernt. Und sie hat uns eine neue nützliches Goodie gegeben, die Monstermedaillen. Und ja, wollen wir jetzt nochmal weiter nach Ingenua, damit wir den Generator ins Institut bringen können, damit sie das Schiff fertig bauen kann. Meine, jetzt schon eine Weltreisemöglichkeit? Na gut, ich weiß nicht, wie RPG-mäßig das Spiel aufgebaut sein wird. Ich weiß es nicht. Ingenua, und ich sehe da vorne schon wieder ein Portal. Chefin, der Transport des Generators wurde unterbrochen, um die Ursache verdächtigen Geräusche auf den Grund zu gehen. Kaum hatten wir angehalten, wurden vom Monster angegriffen. Es tut mir leid, Chefin, ihr hättet vorsichtiger sein sollen. Tja, das ist nicht gerade optimal. Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller. Das kannst du aber laut sagen. Sie könnten uns von drei Richtungen aus attackieren. Ein harter Kampf steht uns bevor. Vielleicht. Aber taktisch kluger Einsatz von Monstermedaillen sollte es ermöglichen, Ansturm aus einer oder zwei anderen Richtungen einzudämmen. Ausnahmsweise stimme ich dir zu. Okay, lass uns die Monstermedaillen so effizient wie möglich einsetzen. Beschütze Generator. Noch einmal. Und ich habe noch keine einzige Monstermedaille. Na gut, die. Okay, ich kriege allgemein Monstermedaillen. Ich kriege nicht irgendwelche von den bestimmten Gegnern. Verstehe. Gut, von da ist es mir geschützt. Bleibt mal dort, okay? Ich gehe in die Richtung. Wow, Magic! Die Magier! Ah gut, ja, haben den Schleim hineingelassen. Ist ja klar, ne? Normal, verständlich, total nachvollziehbar, dass sie den einfach so alleine kämpfen. Ah, es gibt Medaille, sehr schön. Typ Wachposten. Okay, Magie und hier ist Magus. Sweet. Gut, dann mache ich trotzdem erstmal den Schlundwächter hier platt. Der ist auch schon so gut wie erledigt. Und der ist echt bescheuert. Jetzt doch mal verschwinden. So, der ist erledigt. Und ich sehe gerade, wir haben ein Problem. Gut, dann folgendes. Machen wir es doch mal jetzt so, dass wir es hier auftauchen lassen. Und dass sie halt hier am Generator aufpassen sollen. Das könnte doch auch eine gute Idee sein. Ah, nicht rasieren, das ist gut. Was ist das denn? Und nochmal ein Schleimritter. Der wird mir halt jetzt hier nochmal unterstützen. Wie heißt er? Freiherr von Schleim. Eine Hämmerling-Medaille. Oh, süß! Es gibt zwei verschiedene Arten von Monster-Medaille. Goldene Wachposten und silberne Hilfsmeister. Okay. Bisher hast du Wachpost-Medaillen benutzt. Die Kumpane, die du mit Barbus halten die Stellung deren Angriffe ab. Okay. Hilfsmeister werden, wie du sie bis gerade bekommen hast, anders. Die Monster, die beirufen, unterstützen dich mit einer besonderen, einmaligen, verwendbaren Fähigkeit. Ah! Ein starker Angriff. Sie verschwinden nach allerdings sofort wieder. Heben sie für den richtigen Moment auf. In der Monsterliste erfährst du mehr über die Funktion der einzelnen Medaillen sowie die Fähigkeiten, die Hilfsleister einsetzen können, wenn du dir das Kumpane beirufst. Es gibt die Monsterliste! Woohoo! Das macht mich gerade glücklich. Das erfreut mein Herz. So, okay, der Monsterangriff der Ubis eingedämmt. Das heißt also, jetzt wird dafür nach Chestlings gesucht. Nach Chesties. Oh, da ist auch ein neuer Schlundwächter auf. Okay, hab ich's gesagt. Oh Gott, der Generator riecht echt mächtig Schaden gerade. Okay. Ach du Scheiße, ich sehe auch warum. Jungs, ich habe euch nichts umsonst dahingestellt. Meine Fresse, einmal mit Profis zu arbeiten. Nur 5 Minuten. Meine Fresse, ey. Woo! Wo? Okay, gut. Meine Fresse, ey. Das war jetzt echt ein Schuss in den Ofen. Okay, gab diese Runde mit nix. Weil ich... Ja, nee, sorry. Das wird nix. Wenn es so weiter geht. Kann ich verstehen. So.
Was? Oh Gott, nein, Leute! Das sollte es eigentlich nicht so laufen. Gut, einer der Wächter ist schon mal wieder vernichtet. So. Meine Fressen, ey. Und überall sind hier Monster-Medaillen, die ich nicht aufsammeln kann. Glaube ich. Oh Gott, ich bin vergiftet. Super. Gehe ich dann mal in den Übermodus, in den Zeitgym-Modus. Gut. Die Monster hier sind soweit eingedämmt. Dann auf die andere Seite, weil da kommen wieder Monster her. Und dann einmal hier. Hau weg die Scheiße! Das läuft gerade echt nicht so gut. Ich hätte mich vielleicht die Monster-Medaillen so einsetzen sollen, dass sie nicht gerade erstmal in die Nähe kommen. Okay. Und schon wieder zurück zum Generator. Wundervoll. Nicht. Alter, kommt wieder eine Riesenmonstermasse. Noch ein Schluchtwächter. Wollt ihr mich verarschen? Das kann ja nicht hinterherkommen. Der Schluchtwächter davor ist immer noch einer der ersten. Das ist immer noch einer der ersten Schluchtwächter. Das ist das Problem. Meine Fresse, ey. Aber gut, das ist ja der Generator so weit recht sicher sein. Bisher geht's mir noch recht gut. Okay, Schlusswächter macht eine Schleimmette. Die letzte Welle, ein Gott sei Dank. Ja, ein Gott sei Dank. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh Mann, ich konnte mich nicht einmal an der Kiste umsehen. Ich bin gerade mehr darauf konzentriert, zu verhindern, dass der Generator vernichtet wird, weil ich die Monster-Medaillen nicht unbedingt ideell eingesetzt habe. Gebe ich ehrlich zu. Ach, noch ein Skelett, sehr schön. Und zurück zum Generator. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Okay, die Portalwächter sind deswegen alle verschwunden. Beziehungsweise es sind keine Portale mehr. Das ist auch schon mal was. Doch, komm, Wursch. Geht auch einfach alle mal kurz sterben. Wie wäre das denn, ne? Klingt auch einen guten Plan, oder? Ja, klingt auch einen sehr guten Plan, würde ich mal behaupten. Okay. Das lief jetzt nicht so gut, aber ich denke mal, ich konnte das Schlimmste abwenden. Oh Gott. Der Herr, Freiherr von Schleim macht recht gute Arbeit, muss man so sagen. Ich bin echt stolz auf ihn. Und Markus Sohn macht auch gute Arbeit. Respekt! Also die Monster können, wenn man die Monster doch gut einsetzt, können sie echt einiges reißen. Und Ulma und der Magier machen auch einiges gut weg. Na komm. Gut, Schmetterlingsflügel. Der Portalwächter hier geht auch gleich down. Ist er. Sehr gut. Gut. Freier von Schleim hat sich geopfert. Aber es ist kein Problem. Weil jetzt können wir den Generator ohne Probleme hier beschützen. Wow. Mein Gott. Das war extrem. Und wir haben Vampy. Cool. Oder eine Draco-Medaille. Sehr cool. Hilfsleister. Okay. Noch mal ein Hämmerling. Ruselina, okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, jetzt suche ich. Aber jetzt kann ich wenigstens mal nach Kisten suchen. Meine Fresse. Na gut, hier schon mal keine. So, weil das Monster dort. Na gut, okay, das mache ich noch im Platz. Sicher ist sicher. Gut. Kann ich auch. Ah, freilassen. Okay. Zweimal unten drücken und lasse ich das Ding weg. So, hier ist keine Truhe. Oh oh. Na gut, okay. Ich hoffe, die beiden kriegen es hin. Ansonsten falle ich einfach gleich von hier runter. Und da. Ups.
Das wollte ich nicht. Aber so kriege ich jetzt die Kiste schnell. Gold, okay. Und dann kann ich wenigstens schnell den hier platt machen. Das war wirklich schnell. Okay. Und wenn die Konzentration abläuft, dann mache ich den Angriff auch. Aber nur nicht ganz so stark, glaube ich, nochmal. Glaube ich, habe meinen vergessen, meine... Okay. Konnte sich immer nach Kisten suchen, aber gut, ich denke mal, so ist in Ordnung. Ich denke, so ist in Ordnung, ja. Hauptsache, sie haben es geschafft. Hurra, Freunde, wir haben dem Königreich einen großen Dienst erwiesen. Unser Sieg über die Monsterhorden ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht werden. Ja, ich habe vergessen, den Timer einzustellen. Hoppla. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie lange das ging. Oh, Moment. Ja, ungefähr 10 Minuten. Ungefähr. Puh, einen Moment lang war ich wirklich besorgt. Aber am Ende haben wir es geschafft. Natürlich habt ihr das. Daran habe ich keine Sekunde gezweifelt. Jetzt müsst ihr nur noch warten, bis der Generator im Institut installiert ist. Und repariert. Ey, ich hab da doch ein bisschen was anbekommen. Und zurück ins Feldlager. Puh. Holy shit. Okay, was wird uns jetzt erklärt? Also, einfach nur sagen, ja, das ist ein Feldlager. Alle ein Level abbekommen, sehr schön. Nochmal 2 Talentpunkte. Einiges an Gold. Einiges an Beute. Aber wie gebe ich Talentpunkte aus? Verschiedene Metallausrüstung, Eigenschaften, Dorn. Ansicht wechseln, Inferno-Hieb. Ich weiß nicht, wie ich... Fehleinsätze. Aktionsliste auch nicht. Kampfarchiv. Liste der besiegten Monster. Es gibt doch eine. Sehr schön. Gebe doch. Super. 10% aller Kupaner schon mal. Also die ich schon mal hatte. Waffen und Kugeln. Okay. Zutaten, Zubehör, Mission. Sehr schön. Es gibt doch sowas. Cool. Das freut mich. So. Dann kaufe ich doch gleich mal die Stachelknüppel für unseren König. Gleich mal aufrüsten. Sieht auch gleich schon viel schneidiger aus, sagt unser Herrscher. So, und das war's dann auch schon. Und ja, wie gesagt, 10 Minuten waren es ungefähr die Zeit. Würde ich sagen, gehen wir gleich mal zur nächsten Mission, oder? Na dann, auf zum Atom! Gott, muss das denn echt jedes Mal kommen? Das muss also das war echt nicht schön gelöst. Aber na gut. Easy ist halt so, ne? Ich hoffe nur, dass die alten Waffen auch später noch zur Verfügung sind. Und jetzt sind wir im Institut, dann müssen wir das Ding nochmal beschützen. Steffen, dein Generator ist an Ort und Stelle. Gute Arbeit, Jungs. Aber wie es scheint, müssen wir erst noch ein paar Monster aus dem Weg räumen, bevor wir ihn einschalten können. Wollen wir mal? Auf in die Schlacht, Freunde! Lass uns den letzten Schritt zur Befreiung in Genuas machen! Ich habe da so ein mummiges Gefühl in der Magengrube. Als ob gleich etwas Schlimmes passieren würde. Deine Vorahnungen haben sich schon öfter das wahr erwiesen. Wir müssen wachsam bleiben, bis wir sicher sein können, dass alle Monster vollständig ausgemerzt wurden. Besiege alle Monster. Riesen Ärger. Also ist wahrscheinlich wieder ein Großmonster zu erledigen. Ein kolossales Monster, was wieder gemocht werden muss. Sehr gut. Und da haben wir auch gleich eine Federkuh. Ja, Federkuh-Medaille. Hilfsleister. Steuerkonzentration der Verbindung auf herzerwärmende Weise. Oh, das ist praktisch. Gleich mal einsetzen. Konzentration erhöhen ist eine ganz coole Sache. War irgendwo noch eine? Nein! Blasenschleim habe ich leider nicht einsammeln können, weil ich das schon alles voll hatte in dem Moment. Inferno Slash! Sehr gut! Und noch ein Level Up. Sehr gut! Ich finde das total awesome! Das Skelett da stört mich ein bisschen. Und du! Auch noch mein Freund! Die Map kennen wir jetzt zum Teil. Okay, das eine Monster, das wird schon von einem unserer Teammates platt gemacht oder auch nicht. Solange sich niemand um das Monster kümmert, kann ich mich ja in Ruhe auch nach Chess dies umgucken.
So, ich auch. Ich habe echt zu viel Schiss, dass die Dinger dann verschwinden, wenn ich sie lange nicht liegen lasse. Ach, noch ein Vampi. Gut. So. Ich schätze mal, hier wird auch noch. Ach, hier ist nochmal so eine Kanone, okay. Also wenn schon eine Kanone hier steht, dann werden wir sicher noch einmal benutzen müssen. So, da haben wir nochmal eine Chesty. Und eine Mini-Medaille. Sehr gut. Ich will gar nicht wissen, wie viele Mini-Medaillen ich jetzt schon verpasst habe. Mit Sicherheit genug. Mit Sicherheit genug. So. Mal sehen, wann wir die Kanone einsetzen müssen. Und Geronimo! Autsch. So, da kommen wir noch nicht durch. Aber wir können hier hoch. Da können wir da runter. Und mit Sicherheit werden hier auch wieder irgendwelche Monster auftauchen. Da steht so fest wie das Amen in der Kirche. Amen. So, ansonsten sehe ich hier noch eine Arc-Kanone. Nett. Nett, nett, nett. Den Vampir beizurufen wäre jetzt ziemlich blöd. Für einen Gegner. Die Karte kenne ich eigentlich auch schon, oder? Ich glaube, es ist eine Mischung aus der Karte, die wir vorher hatten. Bin mir nicht sicher. So, dann schauen wir mal hier noch eine Arc-Kanone. Das ist okay. Das ist gut. Das ist gut. So viele Arc-Kanone. Ich möchte gar nicht wissen, warum hier so viele stehen. Aber ich habe das dumme Gefühl, dass wir es doch auf jeden Fall rausfinden werden. Ah, hier ist noch eine Truhe. Sehr gut. Finde ich ja schön, dass man auch die Karten erkunden kann. Und, ach, nun, ein Pferdemist. Wer packt ein Pferdemist in eine Truhe? Na egal. Ist jetzt halt so, ne? So, schauen wir nochmal hier oben nach. Ah, ich glaube nicht, dass da nochmal eine Truhe ist. Meine letzten Mission war da schon eine. Und, okay, da ist noch eine Truhe. Meinetwegen. Pff, den Vampi kümmert es auch gar nicht. Also ich denke mal schon. Ach, die Mini-Medaille, sehr gut. Ich denke mal, ich werde noch diese Mission machen und dann werde ich den Part beenden. Also die Mission wäre auf jeden Fall noch fertig. Ich meine, ich habe schon gerade genug Zeit, dass ich gerade die ganze Karte absuche. So. Ah, vielleicht geht jetzt endlich der Generator. Und ich denke mal, dass meine Teammates da unten schon mit einem Vampi fertig werden sollten. So. Haben wir noch hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Ups. Ich wollte eigentlich schon springen. Naja, egal. Okay, das ist jetzt aber schon irgendwie blöd. Komme ich jetzt hier zurück? Ah, da lang. Der Vampi kommt. Gott, wie lange bin ich jetzt auf der Karte rumgelaufen? Der Vampi ist immer noch nicht in der Nähe des Generators gewesen. So, eine Horde Monster, dachte ich mir. So, dann nehme ich doch mal das die Arc-Kanone. Dafür habe ich sie doch. Kann ich sie auch da so einsetzen? Abfeuern. Ah. Geht nicht. Nicht so. Hätte ich eine andere Kanone nehmen müssen. Da, dann kommt mal her. Ich hab was für euch. Oder nur die zwei halt. Und. So. Monster alles erledigt. Ja, bis auf den Heilschleim dort. Ist doch ein Heilschleimwetter, meine ich, oder? Sehr schön. Das haben schon wieder alle. Da wollte ich gerade sagen, hier stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas ist im Busch. Oh, und jetzt kommt ein Riesenmonster. Und jetzt brauchen wir die Arc-Kanone, glaube ich. These violent vibrations, these thundering footfalls, they can mean only one thing.